Data möchte wissen, what the fuck is eine Dateiendung? Herrn Data ist aufgefallen, dass manchen Dateien unterschiedliche Kürzel hinten angestellt werden, obwohl er diese nicht im Dateinamen eingegeben hat. Jetzt fragt er sich, was das zu bedeuten hat und warum seine gespeicherten Fotos nicht im selben Programm geöffnet werden wie auch seine Geschäftsbriefe. Eine Dateiendung wird in der Regel durch einen Punkt von der Datei und dem Dateipfad abgetrennt und steht am Ende eines Dateinamens. Diese Dateiendung muss Herr Data nicht selbst hinzufügen, sondern wird automatisch generiert. Dabei spielt das Programm, mit dem Herr Data seine Datei erstellt hat, eine große Rolle. Schreibt Herr Data beispielsweise in einem Textverarbeitungsprogramm wie Word oder Pages einen Brief und speichert diesen ab, so kann er auswählen, in welchem Format dieser Brief gespeichert werden soll. Wenn er später wieder an dieser Datei arbeiten will, sollte er sie in einem Format speichern, mit dem er arbeiten kann, also zum Beispiel .doc oder .pages. Will er die Datei unveränderlich als E-Mail verschicken, kann er sie mit der Dateiendung .pdf abspeichern. Je nach Betriebssystem und Systemeinstellungen sind diesen Dateiendungen unterschiedliche Programme zugeordnet. So öffnet sich möglicherweise bei einem Foto immer ein Bildbearbeitungsprogramm und bei einer Textdatei ein Texteditor. Diese Dateiendungen sagen also nicht nur etwas über die Art der Datei aus, sondern bestimmen auch, mit welchem Programm die Datei geöffnet werden kann. So kann zum Beispiel eine JPEG-Datei nicht mit einem Texteditor geöffnet werden und eine PDF-Datei nicht mit einem Videoschnittprogramm. Das ist wie im Haushalt. Eine Kaffeemaschine kann zwar Kaffee kochen, aber nur, wenn Herr Data das richtige Pulver hineingibt. Hat er keine Mühle in der Kaffeemaschine und gibt trotzdem Bohnen hinein, wird er keinen Kaffee bekommen, sondern eine kaputte Kaffeemaschine. So weit kommt es bei Dateien allerdings nicht, denn diese werden nicht zerstört, wenn man sie mit dem falschen Programm öffnen möchte. Herr Data hat jedoch die Möglichkeit, diese Endung anzupassen, indem er selbst auswählt, in welchem Dateiformat er seine Datei speichern möchte. Er sollte auf keinen Fall die Endung von Hand abändern, denn auf diese Weise bleibt das Dateiformat gleich, aber die Endung gaukelt ihm eine andere Datei vor, die unter Umständen vom Rechner nicht akzeptiert wird. Möchte Herr Data seine Fotos in einem anderen Dateiformat abspeichern als das eingestellte, so muss er dieses mit einem entsprechenden Programm konvertieren. Doch nicht so.